Liebe Vienna-Freunde, hier spricht Jan-Oge Fjørtoft. Ich war ja damals der Nummer 11 beim Rapid Wien und damals waren 5 verschiedene Mannschaften in Wien und Vienna eine von den größten natürlich. Ich kenne ja eure Geschichte, ich weiß, dass ihr super Spieler gehabt habt, vor allem mein Trainer damals, Hans Krankel, der natürlich überall Tore geschossen haben. Und ich habe mich immer gefreut, gegen Vienna zu spielen. Und ich freue mich auch, dass ihr jetzt aufgestiegen seid. Das ist gut für den österreichischen Fußball. Ich liebe Tradition, ich liebe die Geschichte. Und ich freue mich auch natürlich, dass ihr jetzt den großen Geburtstag haben. 125 Jahre. Das ist ja fast so alt. Nein, das sage ich nicht, wie alt wie ein anderer. Aber ich freue mich wirklich, dass ihr wieder zurückkommt. Dass wir vielleicht sehen, dass die Lokalderbys gegen Rapid Vienna wieder passieren kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich stehe hier mit einem Trikot, weil mein erstes Spiel beim Rapid Wien war ja damals gegen St. Pölten. Da hat Mario Kempes gespielt. Aber ich habe ihn natürlich auch gewusst, weil es war ja eine große Ehre für Österreich Fußball, für Vienna, dass Mario Kempes natürlich beim Vienna gespielt hat. So, happy birthday und ich hoffe, dass ihr dann langsam aufsteigt. Und das wird ein Lokalderby wieder in Wien mit euer Klasseverein. Happy Birthday!